schöner Blumenstrauß vom Kollegen. Julian Nagelsmann hat heute Vormittag auf der Hoffenheimer Pressekonferenz gesagt, wenn man sich die Leistungen der Vorbereitung anguckt, dann wird Werder Bremen mit dem Abstieg nichts zu tun haben in dieser Saison. Würden Sie dazu stimmen? Ja, schöner Blumenstrauß vom Kollegen. Ich denke, das gilt es einfach zu beweisen jetzt. Vor so einem Bundesliga-Start ist die Anspannung schon da und man will gucken, wo steht man. Und wenn du dann am ersten Spieltag auch oder dann auch das Programm von uns, wenn du da gegen Champions League-Vereine dann auch aufläufst, dann weißt du sofort, was die Stunde geschlagen hat. Und wir fühlen uns da bereit und werden gucken, was die Spiele dann hergeben. Letztendlich ist es ja so, dass wir gegen jeden spielen müssen. Von daher ist mit Sicherheit kein einfaches Startprogramm, aber wie eben schon gesagt wurde, hast du gleich echte Gradmesser. Die Vorbereitung war gut, aber jetzt zählt halt im richtigen Wettbewerb das auf den Platz zu bringen. Und da hast du dann gleich schöne Gegner, aber es sind ja auch gute Aufgaben, an denen du gleich wachsen kannst und wo du gleich so eine kleine Bestandsaufnahme hast. Und deswegen freue ich mich an und für sich einfach auf die Partie. Ich rechne damit, dass uns alles abverlangt wird und wir ans Limit gehen müssen. Und das sind die Voraussetzungen, die wir uns gegenüber sehen. Von daher. Ja, wir kennen Serge sehr gut. Ein außergewöhnlicher Spieler. Ich denke, dass er von der Situation hier profitiert hat und wir auch von ihm profitiert haben, dass es eine Win-Win-Situation war und auch legitim war, von ihm diesen Schritt dann noch zu machen. Und wir kennen ihn. Von daher wissen wir, was auf uns zukommt. Wir werden sehen, wie wir diese Aufgabe dann auch gemeinsam als Mannschaft dann lösen. Nein, die Suche läuft noch. Es ist eine etwas andere Situation als eine Innenverteidigung. Wir haben ja immer betont, dass wir grundsätzlich im Sturm auch gut aufgestellt sind. Ich meine, mit Max und Finn, die letzte Saison schon dort sehr, sehr gut gespielt haben, haben wir schon auch natürlich einen sehr, sehr guten Sturm, haben auch einige gute Jungs dahinter. Aber wir haben eben gesagt, dass wir auch gerne noch einen anderen Stürmertypen im Kader haben möchten, und das ist nach wie vor der Fall. Und wir sind auf der Suche, und die Schwierigkeit ist eben, dass wir dort auch nichts machen wollen, nur um etwas gemacht zu haben, sondern dass wir von dem Spieler sportlich natürlich, aber auch menschlich auch überzeugt sein müssen. Dazu muss es eben finanziell passen, und da hat sich eben bis jetzt noch keine Lösung ergeben, aber wir arbeiten sehr intensiv daran und sind noch optimistisch, dass wir bis zum Transferschluss dort auch noch tätig werden können.